Rene Gartler wieder mitmachen. Nach überstandener Ellbogenverletzung ist der Top-Torjäger, der Innviertler, wieder mit dabei. Wir springen hinein ins Spiel. Fünfte Minute, Ballverlust von Harry Pichler gegen Hacic. Meilinger wieder Retour zu Hacic. Dann dieser schöne Lochpass auf Marco Meilinger. Zuletzt zwei Tore gegen Salzburg. Und hier mit der traumhaften Vorarbeit für Rene Gartler, der auf übertriebenen Jubel verzichtet gegen seinen Ex-Verein. Also der ist richtig wieder da nach fünfwöchiger Verletzung. Natürlich der Ausgangspunkt, der Ballverlust von Pichler, darf so eigentlich nicht passieren und dennoch hätte Rapid noch die Möglichkeit gehabt, diesen Gegentreffer zu verhindern und dann sind gleich zwei Spieler im Zentrum frei und Meilinger entscheidet sich für den treffsicheren Rene Gartler. Die achte Minute, die Antwort von Rapid ist auch keine schlechte. Trimmel, den hätte eigentlich machen müssen. Gebauer mit der starken Parade, Rapid ohne die verletzten Hofmann und Boskovic und ohne hier richtig viel Kreativität zu zeigen. Ganz anders die Rieder, die mit wenigen Ausnahmen, wie hier zum Beispiel Nacho, sehr ballsicher und konzentriert wirken. Aber dieser Ballverlust von Nacho, der hat Folgen. Die neunte Minute, Burgstaller, gut gemacht. Toller Pass auf Dele Alli und der trifft schon wieder gegen Ried. Bereits sein 10. Bundesliga-Treffer gegen die Rieder. Das 1:1. Rapid hat schnell den Ausgleich gefunden. Nach diesem Fehlpass von Nacho wird gut umgeschaltet. Terence Boyd im US-Team war er nur Mitreisender. Bei Rapid hatte wieder beginnen dürfen. Leitet diesen Angriff mit ein. Dann ist es kein Abseits von Dele Alli, der das ganz klug macht. Clever Gebauer durch die Beine spielt nach der ersten Torvorlage von Burgstaller im Jahr 2013. Und dann hätte es Elfmeter geben müssen für die Rieder. Schiedsrichter Dienter hat hier aber kein Foul gesehen von Sonnleitner an Nacho. Die Rieder ohne den gesperrten Schul und ohne die verletzten Trauner und Vastic dennoch mit einer bärenstarken Leistung. Clemens Weich verlädt Gerson, der die Übersicht verliert, nicht aber Königshofer, der zum richtigen Moment rauskommt und hier einen weiteren Gegentreffer verhindern kann. Es ist eine turbulente, unterhaltsame, temporeiche erste Spielhälfte. Christopher Trimmel auf der anderen Seite und da war Gebauer gerade noch am Ball dran. Beide Mannschaften hätten hier in dieser Phase des Spiels gegen Ende der ersten Hälfte in Führung gehen können. Dann aufgepasst auf Lukas Königshofer. Und Gartler reagiert fantastisch. Ferse auf Meilinger. Was für eine Dynamik und dann was für eine Ruhe vor dem Tor. Wenige Sekunden vor der Pause die neuliche Führung für die Rieder. Marco Meilinger, der hat einen echten Lauf. Zwei Tore gegen die Salzburger, gegen seinen Stammverein. Hier die Führung von Ried, traumhaft vorbereitet und jetzt den Treffer selber gemacht. Diesmal bedankt sich Gartler mit dem perfekten Assist per Ferse auf Meilinger. Der Ball hat sich wohl leicht versprungen. Ansonsten ist dieser Fehler von Königshofer nicht erklärbar. Sein vierter schwerer Fehler in dieser Saison vor einem Gegentor führt zur 2:1 Pausenführung für die Rieder. In der zweiten Hälfte versucht dann Rapid durch Wechsel etwas besser reinzukommen. Wieder Pichler raus, Hikkinen und Sabitzer rein, aber zunächst gelingt nur den Riedern was. Und zwar in der 53. Minute wieder Gartner. Wieder per Ferse mit toller Übersicht. Franke von Hino, Nacho, 3:1. Tore schießen leicht gemacht. Immer wieder unerklärbare Fehler in der Zuordnung in der Rapid-Defensive. Nacho dann mit einem wuchtigen Kopfball. Keine Chance für Königshofer. Die Entstehungsgeschichte, eine recht simple. Andreas Schicker wird zugedeckt. Dann die Flanke mit dem rechten Fuß. Gartler arbeitet stark gegen Gerson. Hat dann die tolle Übersicht mit diesem Versler für Hino. Gut getankte Flanke und keiner hat sich dann an Nacho orientiert. Der war dann völlig frei im Zentrum zum Kopfball gekommen und besorgt den dritten Treffer für die Rieder. Und Peter Schöttl kann nicht mehr hinsehen. Aber seine Mannschaft hat noch Chancen, dieses Spiel nochmal spannend zu machen. Und was für welche. Terence Boyd zunächst mit dem Kopfball an die Latte und dann hätte Gerson eigentlich sein erstes Bundesliga-Tor machen müssen. Boyd stark durchgesetzt und dann Gerson aus 3 Metern bringt er den Ball nicht im Tor unter. Da waren 77 Minuten gespielt auf der anderen Seite. Rene Gartler, der da schon etwas müde wirkt gegen Ende, wen wundert's nach.
diese lange Verletzungspause mit der Chance auf einen weiteren Treffer für die Rieder. Aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen und so hat Deni Haller diese Schussgelegenheit vorgefunden. Technisch perfekt gemacht, von der Ballannahme bis zum Abschluss. Da hat einfach alles gepasst nach der Vorlage von Terence White, die 90. Minute. Aber das war einfach zu spät. Die Rieder können diesen Sieg dann tatsächlich über die Bühne bringen. Und Peter Schöttl nimmt zur Kenntnis, dass seine Mannschaft nunmehr seit 8 Spielen sieglos ist. Letzter der Frühjahrstabelle als einziges Team der Liga noch ohne vollen Erfolg im Jahr 2013. Die Rieder hingegen beenden ihre Serie nach 6 Spielen endlich wieder ein Sieg. 3:2 gegen Rapid.